Leute, heute nehme ich euch mit in meinen Model Y und zeige euch, wie FSD in Europa funktioniert oder nicht funktioniert, was die Vorteile des erweiterten Autopilots sind und sonst auch einige Sicherheitsfeatures, die Tesla ab Werk mitbringt. Danke schon mal fürs Vorbeischauen. Nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Los geht's. Das funktioniert. Zweite Kamera an. Dritte Kamera an auf Pedale. Ich habe mal jetzt irgendwie 3 Kameras besorgt und versucht zu installieren. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Ob die Akkus jetzt durchhalten, mal gucken. Auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte, ist One-Pedal-Driving. Was bedeutet das eigentlich? Deswegen ist auch eine Kamera auf die Pedale gerichtet. Und dann wollte ich euch noch die Notfallspurhaltekorrektur demonstrieren. Das ist vor allem auf Landstraßen wichtig, wenn ihr irgendwie die Aufmerksamkeit verliert und eure Spur verlasst. Dann nämlich ist es schon noch so, dass wenn Spurhaltekorrektur im Autopilotmenü auf Assistenz steht, dass das Auto selbst, wenn ihr nicht im Autopilotmodus seid, das Auto für euch die Spur korrigiert. Das seht ihr dann nachher später auf dem Display hier. Die Spur, die ihr verlassen habt, äußere linke Linie, die wird dann blau dargestellt und es gibt noch ein Warnsignal und eben das Lenkrad bewegt sich leicht, so dass ihr noch in der Spur bleibt. Worauf ich mich absolut verlasse, ist der Abstandhalter. Also das ist wirklich phänomenal, wie gut das funktioniert. Ab und zu bremst er sogar ein bisschen zu spät, aber nichtsdestotrotz, er bremst und bewahrt euch vor Auffahrunfällen. Wir können auch sonst noch ebenfalls bei Autopilot Auffahrwarnung mal auf früh stellen. Mal gucken, wie das funktioniert. Falls euch irgendwie diese Einstellung nicht gefällt und eher die Auffahrwarnung euch zu oft kommt, wie ihr ein bisschen rasanter fahrt, dann macht ihr halt einfach mittel oder spät oder wenn es gar nichts geht, wenn ihr so heftig auffahrt und immer selber aufpasst, dann könnt ihr die Auffahrwarnung natürlich auch ausmachen. So, ich mache das jetzt mal auf früh, Spurhaltekorrektur auf Assistenz. Alle Sicherheitsfeatures sind an bei mir, Notbremsautomatik, hindernisabhängige Beschleunigung. Das ist so eine Sache, also wenn ihr zum Beispiel vor einem geschlossenen Garagentor steht und im Gang seid, dann ist es so, das Auto hat über 500 PS und wenn ihr da normalerweise auf Gas drückt, dann schiebt es richtig. Und wenn wirklich ein Hindernis davor steht, fährt das Auto immer noch, aber längst nicht mit der Beschleunigung, mit der es könnte. Und somit wird laut Tesla zumindest jetzt der Schaden verringert. Ja, also es ist so, ihr seid immer noch verantwortlich und deswegen lauscht das Auto noch auf eure Befehle. Aber wenn diese hindernisabhängige Beschleunigung, wenn diese Option an ist, dann reduziert die Leistung das Auto automatisch, wenn irgendwie ein Hindernis vor euch erkannt wird. So, Signalton für Abstandgeschwindigkeitsregler, also wenn ich irgendwie jemanden zu heftig auffahre. Akustischer Hinweis bei grüner Ampel, das habt ihr jetzt vor kurzem auch auf dem ganz normalen Autopilot auch jetzt mitbekommen, dieses Feature. Das finde ich noch gut, also falls ihr irgendwie abgelenkt seid und als Erste an der Ampel steht, dann 1 bis 2 Sekunden, nachdem es auf grün gewechselt hat, gibt es einen kleinen, dezenten Signalton. Finde ich phänomenal. Ich dachte, das wäre bei FSD, aber jetzt können das alle davon profitieren. So, und was ich noch natürlich euch zeigen wollte, ist mit Autopilot navigieren, beziehungsweise was jetzt FSD von dem erweiterten Autopilot unterscheidet, heute nämlich gar nichts. Also das heißt, ich zeige euch den erweiterten Autopiloten. Das Einzige, was, glaube ich, noch bei FSD heute anders ist als beim erweiterten Autopilot, ist, dass wenn ihr auf eine rote Ampel zufahrt, Ampel- und Stoppschildassistent, Beta, ja, das ist bei mir an, dann bremst das Auto. Also das heißt, da ist jetzt nicht das Auto vor euch. Im normalen Autopilot ist das Auto vor euch dafür da, dass ihr abbremst. Funktioniert natürlich an der Ampel super. Aber wenn ihr kein Auto vor euch habt und trotzdem eine rote Ampel da ist, ist Stoppschildassistent und Ampelassistent ist dort beim FSD hilfreich. Ja, und im erweiterten Autopilot
ist natürlich auch der Spurwechselassistent da und den möchte ich euch vor allem auf der Autobahn heute zeigen. Im erweiterten Autopilot habt ihr die Möglichkeit, das Auto raus- und reinfahren in die Parklücke, während ihr draußen seid. Und beim FSD habt ihr auch eine Herbeirufen-Funktion. Gerne mache ich euch ein Video dazu noch, beziehungsweise mit dem Model 3 habe ich bereits ein Video dazu gemacht. Verlinke ich euch mal. Es ist in Europa und in der Schweiz allerdings noch so gut wie nutzlos, weil ihr müsst da wirklich unmittelbar neben dem Fahrzeug stehen. Das macht so keinen Spaß. Also noch ist es nicht so toll. Alright, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Als erstes zeige ich euch auf jeden Fall, was bedeutet denn One-Pedal-Driving. Schließlich benutze ich das Bremspedal so gut wie nie. Darum geht es, dass ich wirklich nur mit dem Gaspedal oder in Verbindung mit dem Autopiloten die Pedale sehr, sehr wenig benutze. Vorteil, die Bremsbeläge, die halten 100.000 Kilometer, also wirklich das Zehnfache, wenn nicht noch mehr als zu einem gewöhnlichen Auto. Und der Nachteil ist, ihr müsst zwischendurch mal bremsen, bewusst. Nicht unbedingt auf der Autobahn, sondern schaut einfach, dass hinter euch keiner ist. Vielleicht, weiß nicht, ein, zwei Mal die Woche einmal bewusst bremsen, damit die Beläge eben nicht einrosten. Perfekt. Können wir jetzt losfahren, oder was? Alright. So. Gas geben geht nicht, ihr müsst den Gang einlegen, steht auch zum Fahren D oder R schalten. Das bedeutet Bremspedal, einmal runter, sind wir hier oben in D. Die Animation hier hat sich gewechselt. Und sobald ich ein bisschen Gas gebe, wirklich ganz, ganz bisschen, bewegt sich das Auto bereits. Lasse ich das Pedal los, bleibt das Auto komplett stehen. Dieses Nachrollen, das kann man noch im Parkmodus nicht vergessen. Viele Einstellungen lassen sich nur im Parkmodus machen. Das kann man beim Pedale und Lenken, beim Stoppmodus, Kriechmodus, Rollen ist das normale. Freies Rollen nach Lösen des Bremspedals. Also ich fahre und dann rollt das Auto, obwohl ich, da muss ich bewusst bremsen. Und ich mache eben Halten. Und es gibt noch einen Kriechmodus, langsame Bewegung nach Lösen des Bremspedals. Also das heißt, sobald ich das Bremspedal löse, ist es halt wie bei einem, und natürlich im Gang bin, fängt das Auto an zu kriechen. Also das heißt, wie bei einem Verbrenner könnt ihr das machen. Okay, so, da ich das jetzt euch nicht demonstrieren wollte, gehe ich nochmal kurz auf Parken, auf Halten, das ist meine Einstellung, meine Standardeinstellung, auch die Standardeinstellung für das One-Pedal-Driving generell. Und Gang rein und schon geht's los. So, und dann fahren wir, ich glaube, wir fahren über Volketswil mal Richtung Autobahn und dann Richtung Uster und da zeige ich euch mal, wie das mit dem Assistenten ist. So, hier ist zum Beispiel eine rote Ampel, hinter uns ist keiner. Da zeige ich euch mal, wann die rote Ampel auf, jetzt ist die rote Ampel grün. Jetzt gab es einen Ton und jetzt kann ich, bevor mir jemand von hinten mich anhupt, kann ich losfahren. Das habt ihr aber mit dem normalen Autopilot auch mittlerweile drin. So, hier ist zum Beispiel eine Straße, da kann man auch in der City zweimal den Hebel drücken. Da ist man im Autopilot, das heißt, das Einzige, was ich noch machen kann, ist zum Beispiel Einstellen der Maximalgeschwindigkeit. Ansonsten, das Lenkrad sollte man schon noch in der Halt halten, ganz leicht. Aber so bei kleineren, engen Stellen mache ich ab und zu mal noch etwas doller. Saugeil. Liebe Kamera, kriegst du das jetzt hin? Das ist ja echt schade, wenn das an Kamera scheitert. So, Kamera läuft. Die Kamera läuft auch, sieht schief aus und wackelt wie Sau. Aber so ist das nun mal. Alright, dann fahren wir mal auf die Autobahn. Mit der Hoffnung, dass die Kamera
durchhält. Okay. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Also Autopilot, sobald rechts und links erkennbar die Fahrbahnbegrenzungen da sind, funktioniert wunderbar. Allerdings, wenn ich da schon vorne den Kreisverkehr sehe, mache ich entweder aus vorher oder bremse ein bisschen doller ab. Okay, der will nicht. Und er ist nicht ganz One-Pedal-Driving gewesen, ich weiß. Ich habe jetzt Bremspedal betätigt. Aber ja, noch fährt man, sage ich mal, jetzt nicht so oft mit dem Autopiloten durch die City. Das ist eine Option, die jetzt so als Köder von Tesla benutzt wird, damit die Leute heute irgendwie noch FSD mitkaufen. Also ganz ehrlich, es gibt trotzdem dann noch die Möglichkeit, später vom erweiterten Autopilot auf FSD abzugraden, wenn es soweit ist. Man weiß nicht, wie teuer das dann sein wird, aber erweiterter Autopilot ist, finde ich, ein Muss. Warum das so ist, das zeige ich euch gleich. Ja, fahren wir ein kurzes Stück Autobahn und auch dort ist das mit der Korrektur des, also zum einen kann man die Spur wechseln wirklich nur mit dem Blinker. Es gibt sicher Leute wie eben den Chris von Car Maniac, dem dieser Wechsel viel zu lang ist. Aber wenn man trotzdem vorausschauend fährt, finde ich, ist das vollkommen ausreichend. So, hier können wir bis 120 beschleunigen. Dann gehe ich auf die Autobahn und mache den Autopilot an. Ich habe jetzt nicht mit Autopilot navigieren gemacht. Das ist noch zusätzlich die Möglichkeit, dass zum Beispiel, wenn wir uns irgendwo einen Punkt aussuchen, keine Ahnung, hier zum Beispiel, und sagen dann mit Autopilot navigieren, dann würde ein Ton ertönen kurz vor der Ausfahrt. Früher hat sogar das Auto die Ausfahrt selber genommen. Jetzt muss man den Blinker betätigen. So, ich zeige jetzt mal, wie der Spulwechsel funktioniert. Zum einen wird der Spulwechsel ab und zu mal vorgeschlagen und zum anderen kann ich den jetzt auch selbst ausführen. Und zwar, ich muss den Blinker ganz nach links durchdrücken sozusagen. Okay, jetzt möchte ich mal wieder zurück zum Beispiel, durchdrücken nach oben. Wichtig ist, dass bei dieser Bewegung eben nicht das Auto auf eure Interaktion wartet, also sprich dieser blaue Bereich oben, wenn ihr das Lenkrad lange Zeit, also 20 Sekunden ungefähr, nicht berührt oder nicht stark genug haltet, dann macht das Auto euch aufmerksam mit dieser blauen Pulsierung, dass ihr jetzt mal langsam das Lenkrad, genau, jetzt ist es weg, jetzt habe ich es mal angefasst. Während dieser Phase könnt ihr nicht die Spur wechseln. Also ihr müsst definitiv auf die Umgebung achten. So, ich wechsle noch einmal, einfach durchdrücken. Und noch einmal zurück. Also, wem das jetzt zu wenig ist oder nicht schnell genug, der kann natürlich auch auf den erweiterten Autopilot verzichten. Hier seht ihr jetzt Abstandhalter. Funktioniert wirklich äußerst, äußerst zuverlässig. Das, was das Auto vor uns fährt, das fahren wir auch mit einem gewissen Abstand hinter ihm. Den Abstand kann ich noch verringern mit dem rechten Rädchen. Ich kann es verkürzen auf ein Auto oder verlängern mit Druck nach links auf 7 Autolängen. So, und hier, wenn die Autobahn vorbei ist, da ist normalerweise so, man macht den Autopiloten dann aus. Das war jetzt der Gong, das Navigieren am Autopilot nicht mehr da ist. Jetzt mache ich Autopilot aus und ich brauche einfach nur vom Gaspedal zu gehen, um meine Geschwindigkeit zu verringern. So, hier nehmen wir uns mal irgendwo eine Stelle, wo wir wenden können.
und dann geht es nochmal zurück auf die Autobahn. Okay, dann machen wir mal nochmal navigierend Autopilot mal wieder zurück zu Volkerswil. Nehmen wir mal an. Okay. Gut. Schalten nur mit durchgedrückter Bremse. Ansonsten einfach nur vom Gas gehen genügt, um zum Halt zu kommen. Unbedingt Grüßen nicht vergessen, die ganzen Teslas. Das liebe ich so beim Tesla, diese Beschleunigung. Das schauen alle echt blöd aus. Okay, Autopilot aktivieren, zweimal runterdrücken, kontrollieren, ob die Maximalgeschwindigkeit hier okay ist. Jetzt sind wir bei 100. Oft ist das so, vor allem außerhalb, also ab und zu mal auch auf der Autobahn, ist es ebenfalls falsch, was hier noch teilweise angezeigt wird. Jetzt ist 120, jetzt ist richtig. Einmal komplett runterdrücken, dann wird die Maximalgeschwindigkeit übernommen. Da braucht man nicht hoch und runter justieren. Dann machen wir doch mal noch einmal einen Spurwechsel, würde ich sagen. Einmal komplett links. Das Auto würde auch nicht einfach so wechseln, wenn es keinen Platz gibt. Geil. Das ist natürlich Mist, was meine Kamera hier veranstaltet. Das ist nicht so schön und ärgerlich. Was ist jetzt mit der GoPro? Okay. Jetzt musste ich kurz die Autobahn verlassen, weil die Hauptkamera wieder ausgestiegen ist. Das ist ärgerlich. Ich kann jetzt mit dem... Also es ist natürlich ist es heiß. Draußen sind es 28 Grad. Hier drin versuche ich mal noch weiter hier auf 19 Grad zu kühlen. Trotzdem wird die Kamera hier heiß und steigt aus. Das ist ärgerlich. Okay, was schlägt mir jetzt... Autobahn haben wir geguckt. Fahren wir noch hier diese vorgeschlagene Route über die Landstraße kurz. Und da zeige ich euch vielleicht, wie der Notfall Spurhaltekorrektur und beziehungsweise Spurhaltekorrektur Assistent funktioniert. Das ist nämlich noch sehr interessant. Sobald ich irgendwie mit einer Brille, hier haben wir ja auch eine Kamera oben, gell? Die mich beobachtet. Sobald ich mit einer Brille zum Beispiel zur Seite schaue und nicht mehr auf die Straße und dann währenddessen auf die linke Fahrbahnbegrenzung auffahre, dann werde ich nicht nur gewarnt, sondern es gibt auch noch wirklich eine Korrektur. Also das heißt, das Lenkrad bewegt sich. Okay, ich glaube, ich fahre mal hier los. Genau, also hier zum Beispiel würde ich es nicht machen, weil es einfach Linkskurve ist. Ihr seht natürlich die Fahrbahnbegrenzung hier ganz deutlich. Jetzt sehe ich, dass da keiner kommt. Ich gucke zur Seite, tue so, als ob. Und dann seht ihr schon, dass ich hier kurz korrigiert worden bin. Ich habe es auch im Lenkrad gespürt. Ich mache es nochmal. Ich fahre unbewusst. Jetzt hat es natürlich nicht funktioniert. Also es funktioniert irgendwie nicht immer. Aber wenn ich bewusst auf diese Linie auffahr, dann ist das in Ordnung, dann gibt es auch keine Korrektur, dann das Auto sozusagen merkt, ich habe es bewusst gemacht. Wenn ich es aber unbewusst, also sprich, wenn ich jetzt zur Seite gucke, dann werde ich korrigiert. Und das finde ich schon noch toll, weil genau das gibt mir dann mehr Sicherheit. Also ich gucke jetzt, als ob ich zur Seite, jetzt gab es sogar einen Warton, habt ihr es gemerkt? So, Teslas grüßen. Hier in der City, ich war übrigens nicht im Autopilot, ja? Ich war nicht im Autopilot-Modus. Das war ganz, ich bin ganz normal gefahren, aber habe eben diese Spurhaltekorrektur-Option drin gehabt. So, bei solchen Straßen wie jetzt hier ist es natürlich mit dem Autopilot schwierig. Ich kann den zwar aktivieren, mache ich jetzt mal, aber wie ihr seht,
Das ist Blödsinn. Das funktioniert nicht. Ich muss hier manuell übernehmen. Das Auto denkt, oder das Auto merkt nicht, das sind zwei Spuren, weil in der Mitte eben keine mittlere Spur gibt. Kreisverkehr kann Autopilot ebenfalls nicht, dafür aber an solchen Stoppschildern oder diesen Vorfahrtsschildern anhalten, das geht. Ich bin trotzdem hier komplett manuell gefahren, weil ich weiß, wann es funktioniert, wann nicht funktioniert, und es ist halt schon noch in der City relativ selten, dass man Autopilot benutzt. Hier kann ich den mal versuchen, einfach nur für euch zum Testen. Jetzt, das war jetzt auch schon, also einmal bin ich jetzt, ich habe es laufen lassen, aber für meine Verhältnisse war es zu nah links. Ich hätte jetzt fast schon diese kleine Insel angefahren. Autopilot hat es aber nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, ich habe irgendwie ein bisschen zu fest das Lenkrad gehalten, und dann, wenn man zu viel Druck ausübt auf das Lenkrad, dann geht Autopilot irgendwann mal aus. So, jetzt lasse ich mal laufen hier bei 50 km/h. Da vorne ist Kreisverkehr und ihr schaut mal, was passiert. Ich bin jetzt bereit zu bremsen. Das Auto bremst jetzt ab, aber weil ich eben FSD habe, und es hält sogar hier an. Es ist wie ein Stoppschild hier, funktioniert das. Okay. Mit erweiterten Autopilot und normalem Autopilot würdet ihr einfach hier reinbrettern in Kreisverkehr in Europa noch, was natürlich unschön ist. Deswegen mag ich die Option FSD schon noch, aber ganz ehrlich, bei solchen Stellen, ich fahre nicht im Autopilot normalerweise bei solchen Straßen. Autopilot ist wirklich super auf der Autobahn, und eben mit dem Spurwechselassistenten auf längeren Strecken, da merkt ihr nicht, wie die Zeit vergeht. Ihr habt keine Ermüdungserscheinungen, wenn ihr irgendwann mal nach 1000 Kilometer angekommen seid. Also es ist ganz was anderes als früher, wo man wirklich die ganze Zeit Spur selber halten muss, Abstand halten, im Schritttempo, zum Beispiel, wenn man... Natürlich, natürlich, natürlich steigt die Kamera wieder aus. Okay. Bist du wieder lieb? Gut. Also wie eben schon gesagt, bei Autobahn längeren Fahrten erweiterter Autopilot wirklich ein Muss. Dann gibt es auch dieses Gebimmel nicht, was jetzt nicht so laut ist, aber nichtsdestotrotz. So, noch ein Tesla, Grüßen nicht vergessen. Yeah. Mit einer Berührung der Dashcam, des Dashcam-Symbols, könnt ihr auch die letzten 10 Minuten abspeichern auf dem Stick. Weiß nicht, interessante Momente könnt ihr so festhalten oder eben... So, das war... Das, jetzt erleben wir das Halten an der roten Ampel. Vor mir ist keiner. Ich habe auch ein kleines Warnsignal vorher gekriegt, und jetzt hält das Auto wirklich an der Ampel. Und wenn es grün wird, muss ich entweder Gaspedal drücken kurz, oder ich kann einfach mit dem Hebel nach unten bestätigen einmal kurz. So, hinter mir ist jemand, aber wir versuchen mal. Ich mache das jetzt mit dem Hebel. Lustig, wie es tanzt. Die Ampel ist nämlich quer positioniert, und dieses Quer gibt es bei der Visualisierung bei Tesla noch nicht. Deswegen weiß er noch nicht so richtig, wo die Ampel hängt. Okay. Pedal nicht betätigt, sondern einfach nur, bin weiterhin im Autopilot sozusagen. Hier ist noch eine Ampel, die auf grün war. Jetzt muss ich allerdings wechseln, das war jetzt doof. Und ja, also es ist wie es ist. Es ist mal bei bestimmten Situationen ist es hilfreich, ab und zu ist es etwas hinderlich. Und grundsätzlich ist es so, in der City sollte man schon noch meist manuell fahren. Dann fällt man auch etwas weniger auf. Zumindest Standpunkt jetzt FSD in Europa. Ich habe mich auch für FSD Beta in Europa angemeldet.
Das, wie das geht, wissen diejenigen, die mir bei Twitter möglicherweise folgen, aber ich hier schon wieder Kreisverkehr, kurz vorher abbremsen. Wie das geht, schreibe ich euch gerne als Antwort auf die Kommentare und pinne das dann für diejenigen, die sich dafür interessieren. FSD in USA, diejenigen, die diese Videos anschauen, hier wollte ich rechts gehen. Da funktioniert nämlich das, Spurwechsel funktioniert wirklich nur auf der Autobahn. Ja, nicht vergessen. Für diejenigen, die FSD haben und die sich für Beta-Programm interessieren, bitte kurz melden unten. Das ist eigentlich ganz einfach. So, die Radfahrerin lassen wir mal durch. Das hier vorne ist übrigens die Waschanlage, wo ich meistens mein Auto wasche. Steht auch schon ein schwarzer Tesla. Na, die Aufhängung ist schon noch etwas hart. Auch beim Model Y und beim Model 3. Ich denke mal, beim Model X spürt man diese Wellen deutlich weniger. Da ist Komfort schon noch, sollte größer sein. Aber das Auto ist ganze 7 cm breiter in der Spur und 15 cm breiter mit ausgeklappten Seitenspiegeln, das Model X. Also für die Schweiz wird es schon eng. Danke auf jeden Fall euch für die Feedbacks, die ihr mir unter das Video gegeben habt. Ja, in diesem Sinne mache ich mal hier kurz Stopp. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Vielen Dank für die Fragen, auch die ihr bis dahin gestellt habt. Sollte euch noch etwas interessieren in Bezug auf Autopilot, erweiterter Autopilot und FSD, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr, drehe auch gerne mal das eine oder andere extra Video für euch. Und in diesem Sinne, seid vorsichtig. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.